Einen schönen Sonntagmorgen oder besser gesagt einen schönen Ostersonntagmorgen. Willkommen im HR-Fernsehen, willkommen zum Sonntagsgespräch. Wozu braucht der Mensch eigentlich die Religion? Auch heute unsere zum Osterfest passende Frage und ich begrüße heute Morgen ganz herzlich den Publizisten und Schriftsteller Adolf Muschk. Einen schönen Ostersonntagmorgen, Herr Muschk. Herr Muschk, Ihre Profession ist es eigentlich, Geschichten zu erzählen. Und wenn ich Sie jetzt frage, welche Geschichte fällt Ihnen ein, wenn ich frage nach der Bedeutung von Religion fürs Leben. Fällt Ihnen da eine ein? Ich bin kein Anthropologe, aber was mir einfällt, wäre die Geschichte der frühen Menschen, die sozusagen sich auf den langen Weg, die lange Reise des Bewusstseins, dass sie Menschen sind, begeben. Und das fängt wohl mit der Einsicht an, mit der Erfahrung, dass sie in mancher Hinsicht eben weniger gut ausgestattet sind als andere Tiere. Die berühmte Geschichte vom nackten Affen. Und es gibt die Geschichte der Werkzeuge bis zum Computer, mit denen man diese Nacktheit kompensiert. Aber es gibt auch die Geschichte des Bewusstseins. Das Tier, unterstellen wir, hat das Bewusstsein nicht, dass es für seine Umgebung, die immer mächtiger ist als es selbst, mitverantwortlich ist, dass es diese Umgebung beeinflussen, prägen kann. Und ich denke, der Anfang der Religion beim Menschen liegt im Gefühl, in der Erfahrung von Übermacht. Heißt das, dass Religion was Unverzichtbares ist auf dieser Stufe der Entwicklung zum Menschen? Die Erfahrung, alles, was wir über frühe Menschen wissen können, spricht eigentlich dafür. Das erste Gefühl ist wahrscheinlich dasjenige der Ehrfurcht. Im doppelten Sinn des Wortes. Man hat Angst. Ein Tier hat auch Angst, aber wahrscheinlich nicht Angst vor Dingen, die kommen können oder die gewesen sind. Die Dimension der Zeit kommt hier rein. Und der Mensch erfährt sich ja als sterbliches, als begrenztes Geschöpf. Er erlebt sich sogar als ein Geschöpf, das mit Bewusstsein tötet, mit System, mit Methode und sich sozusagen dann selber auch sagen muss, ich sterbe auch. Und wie verhalte ich mich gegenüber diesem ungeheuren Widerspruch, dass ich bewusst Leben nehmen muss, um selber zu leben? Jetzt springen wir nochmal von der Entwicklungsgeschichte in die Gegenwart. Wenn ich an die Protagonisten Ihrer Romane, Ihrer Erzählungen denke, hatte eigentlich einer mal die Religion gebraucht? Und wenn ja, wofür? Wie war das in Ihren Erzählungen? Ich glaube, das, was ich jetzt als Geschichte der Prähistorie erzählt habe, gilt fast völlig unverändert auch für den modernen Menschen. Das Gefühl, ausgeliefert zu sein, das Gefühl, mitverantwortlich zu sein, einwirken zu müssen und auch in Grenzen zu können auf die Umgebung. Also sich zum Beispiel magischer Praktiken zu bedienen oder Übermächte zu versöhnen oder sie verhandlungsfähig zu machen. Dieses Grundgefühl ist mit dem Menschen verbunden, solange er Mensch ist. Und wie er es deutet, was er damit anfängt, wie er es nennt, das wird sich ändern. Aber die Tatsache, dass wir begrenzt, dass wir sterblich sind, ist ja nicht auf der Welt zu schaffen. Und ich denke, dort ist die Wurzel der Religion. Auch in der Schuld, im Gefühl der Schuld gegenüber Geschöpfen, denen wir das Leben nehmen, um unser Leben zu fristen. Jetzt mache ich es noch eine Spur persönlicher. Ich nehme diese schöne Gretchenfrage. Sag, wie hältst du es, Adolf Muschk, mit der Religion? Ich denke, ich erkenne mich in der Beschreibung wieder, die ich eben genannt habe. Man erzählt sich Geschichten, aber Geschichten erzählen ist ja auch ein Pfeifen im Dunkeln. Also es ist der Versuch, sich eine Umgebung, die über mir ist, unter mir ist, jenseits meiner Kraft ist, wo nicht gefügig, so doch gefällig zu machen, wohlgesinnt zu machen. Und diesen Prozess, in welcher Form immer, verbinde ich mit Religion. Und ich kann mir andere Götter schaffen, ich kann sozusagen vor das Bewusstsein des einen Gottes, kann ich mir ein ganzes Theater von Figuren inszenieren, ich kann meinen Vorgesetzten wie Gott fürchten oder ich kann Todesangst empfinden vor Feinden, die mir
aus den Medien als solche kenntlich gemacht werden. Aber ich denke, das Grundgefühl der eigenen Begrenztheit, das Bewusstsein, mit dem wir geschlagen sind, ist der Kern der Religiosität. Religion ist immer ein Teil von Kultur. Jetzt sind Sie groß geworden in der Schweizer Kultur, in der Wolle reformatorisch gefärbt, ganz streng. Da ist das Leben ein Sündental. In meinem Fall, ja, das ist die Reformierten, denen ich mich zuzählen muss von meiner Vergangenheit, von meiner Familie her, haben ja so gewissermaßen ein ganz besonders strenges Verhältnis zur Ehrfurcht. Also Ehrfurcht ist kein leeres Wort. Gott ist für Protestanten zunächst mal eine Größe, die man fürchtet. Und weil man sie fürchtet, sie auch ehrt und sich ungemein bemüht, nach ihren Geboten und Gesetzen zu leben. Und das war die Zwangsjacke meiner Kindheit. Und es ist notwendig, diese Zwangsjacke zu sprengen, aber der Größe, auf die die Religion Antwort gibt, entgeht man nicht. Wie haben Sie denn diese Zwangsjacke gesprengt, wenn ich mal nachfragen darf? Ja, zuerst verkleidet sie sich natürlich in Respektpersonen, Pfarrern, Vätern, denen man lernt, den Respekt schuldig zu bleiben. Und erst einmal ist das Gefühl der Befreiung, der Emanzipation von diesen Zwängen das Vorherrschende. Und da kann man sich dann auch ganz gut einbilden, ohne Gott und Götter auszukommen. Man setzt sich selber gewissermaßen an die Stelle der Götter. Das gehört zum Selbstverständnis eines jungen Menschen. Der will ja nicht verehren, sondern will etwas werden und möglichst etwas Unbegrenztes werden. Und ich glaube, jede Form der Grenzerfahrung führt einem wieder, sogar manchmal hinter dem eigenen Rücken, an das heran, was für unsere Väter mal Religion und Gott geheißen hat. Ist dann Religion so eine Art Spielart von Kultur, die jede Gesellschaft braucht? Verstehe ich das richtig? Mein Patron, auf den ich mich gern berufe, der Historiker Jakob Burckhardt, hat die Religion für eine vollkommen unverzichtbare Mitgift des Menschen gehalten, neben dem Staat, neben der Kultur. Heute würde man die Wirtschaft noch dazu nehmen. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir uns versichern wollen. Es muss etwas sein hinter der Erscheinung und Flucht, woran wir uns halten können, auch für die persönliche Lebensgestaltung. Aber gerade für Burckhardt ist doch die Religion, wenn ich mich erinnere, auch etwas ganz Strenges, was den Menschen eigentlich auch in die Grenzen hinein verweist, oder? Ja, sobald sie alleinherrschend ist, respektive ihre Repräsentation durch die Kirche, denn davon reden wir ja in der konkreten Gesellschaft, dann wird sie zu einem Faktor des kulturellen Ungleichgewichts. Also sobald die drei Größen, die er Potenzen genannt hat, außer Balance sind, ist der Mensch unfrei. Die drei Potenzen sind sozusagen, sie halten also einander... Staat, Kultur, Religion. Staat, Kultur, Religion, ja. Und Religion nennt er an erster Stelle. Und er war nun nicht im gewöhnlichen Sinne ein religiöser Mensch. Er hat eigentlich sogar die Kulturen lieber gehabt, denen der Gottesdienst, der explizite, der dominante Gottesdienst, ferne lag. Es war auch eine Entwicklung von den Vaterbildern weg, die er verbunden hat mit seiner Vorstellung von Freiheit. Fällt mir gerade ein, können Sie sich eigentlich oder könnten Sie sich eine Kultur vorstellen ohne Religion? Nein, das glaube ich nicht, weil man einfach die Grundgefühle, die zum Menschen gehören, auch die Grunderfahrungen, dann einfach mit etwas anderem verbindet. Wir kennen die Vergötzung des Staates, ne? Zum Beispiel im alten Rom oder im real existierenden oder eben nicht ganz real existierenden Sozialismus. Und jedes Mal hat sich die Menschheit wie ein Schläfer wieder aus dieser Lage umgedreht in eine andere, denn sie ist offenbar nicht richtig oder sie darf nicht allein vorherrschen. Also die anderen, die Elemente der Freiheit, die von Haus aus, würde ich sagen, nicht in der Religion stecken, sondern in der Emanzipation, die wollen berücksichtigt werden, sie wollen ins Spiel kommen, damit das Spiel zivilisiert wird, damit es eine Zivilisation wird. Aber Religion ist immer auch etwas, wovon ich mich emanzipieren muss. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wobei ich denke, man wird mit seinem Bedürfnis, auch der Notwendigkeit der Ehrfurcht,
an kein Ende kommen. Man wird sich nur die Objekte dieser Ehrfurcht, man wird sie anders erleben, man wird herkömmliche ersetzen durch neue und vielleicht einmal, das wäre sozusagen der Gipfel der Weisheit bei den Buddhisten, ganz ohne Gegenstand der Verehrung auskommen. Ich habe eben gefragt nach einer Kultur ohne Religion, jetzt frage ich mal den Schriftsteller, könnten Sie sich, oder wissen Sie nicht, gibt es eine Sprache ohne das Wort Gott? Ist ja auch interessant. Ja, es gibt ja Sprachen, die den Gebrauch des Wortes Gott, Wort Gottes verbieten, vor allem den müßigen oder den frivolen Gebrauch, die in der Nennung Gottes sozusagen die Gotteslästerung sehen. Die Wurzel für diese Scheu liegt in unserem Kulturbereich in der jüdischen Überlieferung. Aber der Islam hat etwas Ähnliches. Die Darstellung Gottes, die ist in diesem Fall, die bildliche Darstellung ist nicht erwünscht, sie ist verboten. Aber nochmal schärfer zugespitzt, eine Sprache, in der das Wort Gott gar nicht existiert. Ist das denkbar? Das ist eine interessante Frage, denn es gehört ja eigentlich zu unserer westlichen Konzeption von Religion, dass sie mit der Schrift verbunden ist. Wir sind alle, die monotheistischen Religionen sind Schriftreligionen. Und die Vergötterung und das Ernstnehmen der Schrift gehört eigentlich zu unserem Verständnis von Kultur. Es gibt durchaus fernöstliche Kulturen, die das Wort Gott in unserem Sinn leichtsinnig anwenden. Da kann eine Nadel oder kann ein alter Hut die Verkörperung eines Gottes sein, im japanischen Beispiel, im Shintoismus. Da ist alles belebt und hat alles eine göttliche Seite. Und das Wort, auf das Wort kommt es sehr viel weniger an. Sie selbst haben ja in Ihrer Biografie so einen Ausflug gemacht, ich nenne es mal Ausflug, ins Japanische, in die fernöstliche Welt. Ja, das ist ein lebenslänglicher Ausflug, wie es scheint. Sie sind immer noch auf dem Weg. Ja, ja. Hat das Ihr auch religiöses Denken mit beeinflusst, verändert? Ja, es war der Versuch, tatsächlich ohne ein Gegenüber, das ich mir ja immer selbst konstruiere, das immer eines hohen Anteils meiner subjektiven Wünsche, Interessen und so weiter verdächtig bleibt, also mit einem modernen Wort eine Projektion ist, also ohne dieses Gegenüber auszukommen, in diesem Sinne atheistisch zu leben. Aber ich glaube, der Verehrung und dem Bedürfnis nach Ehrfurcht nimmt dieser Prozess nichts weg, im Gegenteil, es verdeutlicht ihn noch. Also Dinge, die wichtiger, größer, weiter sind als das kleine Ich. Das ist eine religiöse Erfahrung, auch wenn sie auf den Namen Gottes oder den Begriff Gott verzichtet. Sie waren ja auch im Kloster sogar eine Zeit lang, in einem Zen-Kloster. Wie war das für Sie? Was haben Sie da erlebt? Ich habe daran geschnuppert. Die schöne Erfahrung, ist die oder die prägende, dass eigentlich genau das, wovon wir jetzt reden, der direkte Gottesbezug, der Bezug auf einen Gott, der dem Alltag fern liegt oder fremd ist, nicht vorkommt. Also Gartenarbeit ist Gottesdienst oder Teepflücken ist Gottesdienst. Es gibt dann auch die Meditation, die für uns dann eher in die Richtung des religiösen Rituals geht, aber für einen, sagen wir mal, korrekten Zen-Mönch nicht wesentlich unterschieden ist von seinen anderen Lebensformen. Im Übrigen gibt es das auch in der christlichen Überlieferung. Also wenn ich an die Herrnhuter denke, die Herrnhuter kennen den Begriff Gottesdienst nicht. Es ist die Gemeindeversammlung, die am Sonntag und am Samstag gewöhnlich zum Singen zusammenkommt, eher zum Singen als zum Predigen und zum Reden. Aber die Erklärung ist, dass das ganze Leben Gottesdienst ist. Und das wäre eine sehr buddhistische Erklärung und wahrscheinlich überhaupt eine Erklärung der fortgeschrittenen Weisheit. Nur muss man sich natürlich davor auch hüten, denn ein fundamentalistischer Islamist würde genauso sagen, dass jede Bewegung, inklusive die Tatsache, dass ich mich in die Luft sprenge, eine Form des Gottesdienstes ist, für einen guten Zweck. Ne? Sie sprechen jetzt gerade mal an, das eine ist die buddhistische Variante der Kulturreligion und dann haben Sie gerade das Beispiel des Islam oder auch die christliche Gottessicht, das sind ja monotheistische Religionen, die sofort auch eine Art von Exklusivitätsanspruch mit reinnehmen. Es gibt eben nur den einen Gott, das ist anders als im Buddhismus, der fast